Ja, mein Name ist Stefan Nenni. Ich begrüße ihn an den Bildschirm, auch wenn man es halt nicht so sieht, in dieser speziellen Form. Wir sind eingeladen worden von der Firma Green Gold, etwas über unser Tun zu erzählen. Firma Green Gold plant naturnahe Aussenräume, also eigentlich mehr im öffentlichen Bereich für Baudienstleister, Gemeinden, Kantone, Wohnbaugenossenschaften. Und unser Ziel, ja, klar, wie vielen anderen natürlich auch, unsere Vorredner, mehr Biodiversität im Siedlungsraum. Speziell wird dann eben die Methode, die wir ein bisschen entwickelt haben, Konversion eingehen. Ich komme dann auch später im Detail drauf. Dort geht es um eine Umstellung eigentlich von konventionellen Grünräumen oder Aussenräumen in naturnahe Flächen. Da haben wir so ein Konzept oder wirklich eine Systematik entwickelt. Ja, was heisst, wenn wir von konventionell reden, was meinen wir da? Also, dass sie so Land auf, Land ab sind, dass es so um größere Gebäude, um Siedlungen, um Block, Wohnüberbauungen, ist das so ein bisschen das gängige Bild, oder? Sehr viele Rasen, unbewachsene Flächen, Schneidhecken. Ich sage dann immer gerne ein bisschen sehr halt lieblos oder vielleicht gar nicht planen, zum Teil auch nicht wirklich wohl überlegt. Und was meinen wir denn? Was wären die Alternativen? Das ist ganz klar, man redet von Biodiversität. Es ist viel angenehmer zu schauen. Es ist einfach auch schön, oder? Artenreichtum in jeder Ecke. Man muss vielleicht noch ein bisschen ausholen, was denn eigentlich naturnäher ist. Leute häufig fragen, ja, was ist eigentlich naturnäher? Was meint man denn eigentlich damit? Wir haben versucht, einmal so Punkte zu benennen, wie man das könnte anschauen. Also primär sind naturnäher Flächen wirklich unterhaltsarm, sagen wir dem. Das heisst, man macht wirklich die Pflegeeingriffe sehr gezielt und zurückhaltend, was nötig ist. Und man tut nicht bützeln, oder? Also in Mundart, sondern man lässt die Natur zum Teil eben auch gehen, Dynamik zulassen. Und es muss nicht überall die gerade Rasenkante sein, es muss nicht überall ein Betongestell oder einen teerten Weg haben. Dann geht es um Lebensräume generell. Und da meine ich jetzt eigentlich nicht einmal nur für die Pflanzen und Insekten, sondern wirklich für uns Menschen. Wir leben dort. Der Außenraum soll ein Bereich sein, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns können aufhalten können, wo auch interessant ist zum Schauen. Dann selbstverständlich arbeiten wir mit einheimischen Pflanzen. Die sind widerstandsfähig gegen klimatische Bedingungen. Die sind standortgerecht, sagt man auch. Die wachsen dort, was eigentlich normalerweise von sich aus auch würden wachsen. Man tut ihnen nichts erzwingen. Ganz wichtiger Bereich, wenn man jetzt die Zahl, wo ja viel umgeboten wird, dass wir in der Schweiz etwa einen Quadratmeter pro Sekunde überbauen. Es ist natürlich umso wichtiger, dass die Restflächen, die bleiben um das Gebäude, dass die nicht einfach per se immer noch versiegelt sind, dass dann das möglichst offene Flächen sind, wo unser Regenwasser wieder in den Kreislauf zurückgehen kann. Dann, was natürlich flächenmäßig sehr ist, da denke ich wieder an das Logo von Mission B, jeder Quadratmeter zählt. Und das ist enorm, was eigentlich würde zusammenkommen in der ganzen Schweiz, wenn sämtliche Rasenflächen, die ja explizit nicht als Rasenfläche genutzt werden im Sinne von Sport oder Spiel oder Kinderspielplatz. Einfach das Abstandsgrün, wo man natürlich aus Mangel Fantasie einfach mit Rasen sät. Wenn die Flächen extensiv Blumenwiesen wären, das wäre quadratkilometerweise. Das ist enorm, was das für ein Potenzial ist. Dann auch, was man halt häufig sieht, sind die Formhecke, Schnitthecke, wo normalerweise immer noch gerade eine Art drin haben, wo man viereckig schneidet zum Sichtschutz, zum Abgrenzungen machen, muss nicht immer streng geschnitten sein, kann auch als Wildhecke oder mit Wildgehölz gestaltet sein, sehr artenreich, das allein ist schon ein grosser Lebensraum. Dann sagen wir halt einmal, was ganz wichtig ist, wenn man naturnäher plant, heisst das nicht einfach, man lässt das einfach völlig der Natur über und man schaut einfach, was passiert, sondern es ist ein System. Also man plant das wirklich, man plant Standort, man plant standortgerecht auch. Also das ist nicht irgendwie einfach ein reiner Zufall. Selbstverständlich Giftprägung, kein Pestizid, kein Kunstdünger. Eine höhere Biodiversität.
Sicher, also wie gesagt, jeder Quadratmeter, wenn man das Bild oben rechts sieht, die kalten Schulterflächen, wo man wirklich will, dass eben nichts wächst, sondern das kann nicht das Ziel sein. Dann generell eine höhere Nutzbarkeit, also unsere Außenräume sind ja nicht einfach da zum Pflegen und das ist ein Hauswart allgemein, sondern das sind Erlebnisräume, das sind wir auch als Bewohner oder als Nutzer. Wir sollen uns dort aufhalten. Es ist für die Pflanzen, für die Tiere, für die Menschen gleichzeitig ein Lebensraum und sollte so gestaltet sein, dass man es gut kann nutzen kann. Grosses Thema sind natürlich auch Spielplätze. Also, für ein Kind ist ja eine Natur nach Außenraum per se schon ein Spielplatz. Wenn wir das noch erweitern mit vielleicht so ein kreativer Spielgerät, naturnahe Gestaltungen, ist das extrem viel wert. Das Referenzbild links zeigt halt, wie es üblicherweise ist, weil es gibt da mal eine Auflage, dass man aber einen gewissen Wohnungszahl muss einen Spielplatz bauen. Keine Pflichterfüllung, wenn man einfach einen Sandhaufen und irgendwo einen Schlauch dann anstellt. In der prallen Sonne, das ist sicher nicht unbedingt sinnvoll. Wir setzen auch sehr auf Langlebigkeit von Materialien, von Bauweisen. Also das soll langheben, soll Materialien verbaut werden, die nicht nach Bauern wieder ersetzen müssen. Auch in der Bauweise soll es so sein, dass man halt nicht den Backen wieder muss holen nach 10 oder 15 Jahren, sondern dass eigentlich solid gebaut wird. Dann ist halt naturnähe Außenräume, gerade so im Wohnumfeld. Das ist auch, es soll einfach auch lustvoll sein, natürlich. Also die Individualität gestaltet, dass sich die Leute wohlfühlen drin. Es ist eine Raumgestaltung, nicht zuletzt. Kahl und steril gefällt den wenigsten Leuten. Es gibt auch Umfragen, wo man Leute Bilder anlegt von naturnäher und konventioneller Umgebung. Und dort ist das frappant, wie sich die Leute eigentlich immer automatisch auf den naturnäheren Bereich fokussieren. Leider noch nicht überall der Fall. Wir reden auch viel von Soft Factors. Also das sind halt einfach das, wo man jetzt nicht messen kann. Ist der Leute wohl in ihrem Ausraum? Ist es natürlich gestaltet? Fühlen sie sich wohl? Hat es beschattete Plätze? Das sind alles wichtige Sachen. Man hat herausgefunden, dass der Vandalismus zum Beispiel also bei naturnäher gestalteten Ausserräumen eben eigentlich geringer ist, als wenn es so durchgestylt ist. Ja, schon vorher erwähnt, solide, robuste Materialien verwenden, möglichst lokal, möglichst regional, einheimisch und möglichst auch unbehandelt. Dann ist auch wichtig, wenn man vielleicht grössere Umgebungen anschaut, man muss nicht immer alles miteinander umrüsten, wenn man es naturnäher will. Man kann das auch modular machen, das heisst, man hat vielleicht einmal eine Sanierung an einer Fassade, man muss nachher wieder instand stellen vom Gerüstbereich. Und dort gibt es gerade die Möglichkeit, dass man das halt natürlich gerade anders macht und eben mehr in Richtung naturnäher. Dann ist per se Natur nicht einfach teurer. Naturnäher heisst nicht einfach teurer, sondern es sind Kosten. Es können sehr kostengünstige Erstellungen sein. Da ist gerade das Bild von einer eigentlich spontanen Vegetation, die sich eingestellt hat über ein paar Jahre, wo sehr artenreich ist. Wenn man mal eine Initialsaat oder Initialpflanzung gemacht hat, geht das sehr schnell. Dann nicht zuletzt ist natürlich naturnäher auch Pflege und alles ist sehr ressourcenschonend. Wir haben kein Gift, wir brauchen kein Wasser, also wir brauchen sicher viel Wasser für die Bewässerung, wir brauchen kein Pestizid und vor allem auch wenig Maschineneinsatz, also ressourcenschonend. Nicht zuletzt ist auch das ist eine emotionale Sache, also wenn man die zwei Bilder anschaut, wo ist ein Böhler, ich glaube, das ist selbstredend. Und ja, es ist, glaube ich, langsam ein bisschen Trend, wenn man vielleicht auch die Nutzgarten-Thematik anschaut, viel Wände wieder ein bisschen zurück, Wände wieder einmal einen Salat selber anbauen oder Kräuter auf dem Balkon. Ich glaube, und die Leute sind interessiert, wie sie wie Nahrungsmittel, wie gesund, dass die hergestellt werden. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter mit Grün Gold. Wir sagen halt auch, also die Ökologie ist klar, das ist hinlänglich ja bewiesen, Biodiversität ist wichtig, aber wenn man auch mit Baudienstleister oder Auftraggeber redet, ist natürlich immer auch irgendwo eine Kostenthematik gekommen. Und da haben wir so eine lustige Formel entwickelt, Ö und Ö gleich Q. Das heißt, Ökologie und ökonomischer Vorteil ist Qualität. Also es ist nicht nur die Ökologie, sondern es hat auch wirtschaftliche Vorteile. Und wir haben das also so ein bisschen, die fünf Vorteile herausgestellt. Es ist, wie gesagt, ein Trend schon. Also es ist ein Marktbedürfnis.
dass es kinder- und familienfreundlich sein soll. Und es gibt also eine Analogie vielleicht zu einer Marktentwicklung, weil man sagt, ja, biologische Nahrungsmittel sind gefragt. Also ist der Schritt zu einer naturnäheren Umgebung natürlich auch eigentlich näher, oder? Es ist ökologisch. Es ist klar, Biodiversität ist mehrfach angesprochen worden. Ein reduzierter Maschineneinsatz. Wir brauchen kein bis sehr wenig Wasser. Also wenn man dort nicht auf Bewässerungssystem setzt, sicher keine Pestizidkosten in Griff eingetragen, da wird komplett darauf verzichtet. Und dann haben wir auch das Wort Klimafitte so ein bisschen geprägt. Also wir haben, das ist allen so weit bekannt, eigentlich eine Klimaentwicklung, die in Richtung Hitze geht, also Hitze im Sommer, Hitze in den Städten. Lange andauernde Hitzeperiode, aber auch im Gegenzug halt grosse Niederschläge. Also das ist auch eine Belastung oder sagen wir, für unsere ganzen Grünräume, für Pflanzen. Das gibt auch gewisse Verschiebungen dann von Pflanzengesellschaften. Und dort muss man sicher Rücksicht nehmen drauf. Da wird ich schnell ein bisschen weiter gumpen. Das ist ein allzu grosses Detail. Dann Attraktivität. Also man weiss, es ist eigentlich eine grosse Akzeptanz von naturnäheren Umgebungen. Also wenn man die Leute fragt, mit den Leuten redet, oder? Und es ist nach Lebensqualität, vielleicht gerade aktuellerweise in unserer Pandemie-Zeit, wo die Leute wieder mehr zu Hause sind, ist das sehr wichtig geworden, was sie für einen Grünraum, sechs in einer Wohnung, sechs in einem Einfamilienhaus, das ist wichtig, was eigentlich ums Haus herum ist. Kann man das nutzen? Wie ist es nutzbar? Wie ist es einem wohl dort? Und nicht zuletzt erhöht sicher auch die Wertigkeit von der Wohnumgebung, also von einem Objekt selber. Also vielleicht, dass man halt lieber noch jemanden wohnen kann, der die Umgebung verhebt. Und es gibt auch immer vermehrt Orte, wo einfach Unterhalt und Pflege, man schreibt das sichtbar. Also es gibt sogar auch Bewohnerschaften, die sich aktiv an so Pflegetagen beteiligen, mit dem Hauswart zusammen, wo Wiesenmäher vorhanden, wo sich an einer Heckenpflege beteiligen. Also so der Bezug zum eigenen Grün ist dort sicher eher noch gegeben. Ja, und dann sagen wir auch Wirtschaftlichkeit. Rechnet sich, naturnah rechnet sich. Wir haben weniger Aufwand, das ist schon gesagt worden, weniger Aufwand für die Pflege. Ich komme dann nachher noch drauf, haben wir ein Berechnungsbeispiel. Wir haben Kostenvorteile bei Erstellung. Und weil es natürlich langlebige Gestaltungen sind, ist auch ein Lebenszyklus von einer Umgebung natürlich länger. Also das heisst, ich muss nicht sofort wieder erneuern nach ein paar Jahren. Wenn man richtig standortgerecht pflanzt, dann hat man auch weniger Schäden durch Trockenheit, Hitze und Starkregen. Das ist klar, unsere einheimische Pflanzenauswahl ist enorm gross. Und wenn man das ein bisschen kennt und auch berücksichtigt, wo was wächst, ist das auch schlussendlich ein wirtschaftlicher Vorteil. Dann, wie auch schon gesagt, man reduziert den Ressourceneinsatz, man braucht weniger Energie, weniger Maschinen, weniger Treibstoff. Ja, Fakten. Wir haben dann uns mal Mühe gemacht, um das ein bisschen zu belegen, was denn das mit der Kostenthematik, was das eigentlich ist. Wir haben eine sogenannte Mustersiedlung entworfen. Man sieht da drei Mehrfamilienhäuser. Das ist eine übliche Gestalt, wie man wahrscheinlich sehr viel sieht in der Schweiz. Wir haben einen grünen Rundum, wir haben in der Mitte einen allgemeinen Aufenthaltsplatz, wir haben ein paar Parkplätze, wir haben Zugangswege. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt tun wir das einmal konventionell gestalten und einmal naturnäher. Die naturnäher Variante wäre eher so, man tut, also ganz pragmatisch, man tut einfach die Grünflächen, die zum Beispiel nicht intensiv genutzt werden, die peripheren hellgrünen Bereiche, das sind extensiv, das wären die Blumenwiesen. Die Abgrenzungen zwischen den Sitzplätzen jeweils, wo ja die Leute ein bisschen Sichtschutz haben, sind mit höheren Windstudengürtel bestückt. Dann haben wir natürlich auch noch einen Bereich Rasen einlassen, weil es braucht ein bisschen Bewegungsfläche, es braucht dann vielleicht eine Rasenfläche, die häufig gemäht wird, das Kind kann spielen, kann man durchaus lassen. Alle Wege, die nicht zwingend vielleicht gerade Hauptzugangswege sind, sollen wir chaussieren, also einen offenen Belag, der versickerungsfähig ist. Auch die Autos müssen nicht zwingend auf die Heer stehen, die können auch ganz gut auf einem Kiesplatz stehen. Und so weiter hat man einfach all die Bereiche eigentlich einmal konventionell, einmal naturnäher. Und ich will vielleicht ein Beispiel zeigen. Man hat dann für all diese Bereiche hat man Berechnungen gemacht. Das kostet Grünfläche, Pflanzfläche, Beleg, Dicke,
Randstreifen, mit dem meinen also die Streifen und Fassaden rum, wo jeweils Geröll ist und häufig auch noch Betonplatten, so als Rasenkantenstreifen. Und haben uns einmal hergemacht, um zu sagen, ja, was kostet jetzt das? Und zwar haben wir, ich gehe jetzt vielleicht primär mal noch auf das Thema ein, was kostet die Erstellung jetzt in Bezug auf die Mustersiedlung und was kostet es 5 Jahre Pflege, der Bereich? Und da reden wir jetzt in dem Fall von Grünflächen, also das heisst, das sind ja die Saatflächen. Und im Konventionellen sieht man den Orangebalken, das ist einfach die Erstellung von dieser Rasenfläche, von dieser grossen. Und die 5 Jahre drauf ist die Pflege von dieser Rasenfläche. Und das ist also der Balken, sieht man schon den Aufwand eigentlich. Also man geht halt davon aus, man tut 20 bis 25 Mal die Fläche mähen im Jahr. Und die Antwort, die naturnähe Antwort darauf ist unten. Dort haben wir auch einen kleinen Bereich Rasen, den wir gesehen haben. Spielbereich ist der Lümmere als Rasen und der rote Balken wäre eigentlich der Restbereich von der Grünfläche, das ist die Blumenwiese. Und die Blumenwiese, das ist auch bekannt, ist ganz eine andere Pflege. In der Blumenwiese, die tut man normalerweise 2 Mal mehr im Jahr, dann ist der Aufwand pro Mal sicher grösser. Aber man macht es eben halt nur 2 Mal und geht nicht 25 Mal über die Fläche hinein. Und das Ganze hat man dann so ein bisschen mit den gängigen Tarifen gerechnet und man sieht das schon verdammt. Also man hat mal den Preisunterschied, oder? Also man spart, wie gesagt, die Einsparungen fast 14'000 Franken jetzt, in Bezug auf die Mustersiedlung. Und dann hat man ganz einen anderen Lebenszyklus. Ein Rasen, den man als Rasen pflegt, muss man irgendwann nach 20 Jahren sanieren, erneuern. Und eine Wiese, wir haben jetzt mal 50 Jahre geschrieben, aber eigentlich hat ja eine Wiese ewig. Dann haben wir uns noch in die Mühe genommen, nicht ganz hochwissenschaftlich, aber wir haben mal versucht, zu berechnen, was das CO2-mäßig heisst, also was man dann eigentlich reduziert durch eine naturnahe Pflege und sind da immerhin auf 564 Kilo in 5 Jahren gekommen, also durch weniger Maschineneinsatz natürlich. Und der ganz grosse Bonus ist natürlich Biodiversität. Dort können wir, wenn man sich einen Rasen vorstellt, hat maximal 5 Gräser drin. Und wenn man sich eine Blumenwiese vorstellt, sind wir schon mindestens bei 30 Arten. Das kann aber auch bis zu 60 Arten. Also dort haben wir auf der ganzen Länge haben wir dort eigentlich einen grossen Vorteil, sogar eben, wie gesagt, im Wirtschaftlichen. Ich werde auf die anderen jetzt nicht mehr genau eingehen, noch vielleicht ganz zum Schluss, wenn man dann alles zusammenzählt und summa summarum auf die ganze Siedlung gesehen, also auf die ganze Bebauung, sieht man also, wir haben eine Kosteneinsparung von 40'000. Das ist auch ein bisschen ein Idealfall. Wir gehen aber einfach davon aus, wir wollen quasi im Geschäft, dass man immer sagt, ja, naturnäher ist teurer und aufwendig und so. Es ist allenfalls gleich teuer, im Idealfall ist es sogar günstiger. Und man hat ganz eine andere Pflege und man hat viel höhere Biodiversität. Also eigentlich auf der ganzen Strecke ist das jetzt nur ein Vorteil. Oder? Und das war so ein Ziel gewesen, dass wir das eigentlich können, wirklich auch Baudienstleister mal zeigen, wo natürlich sehr viel, natürlich die Finanzen spielen dort eine grosse Rolle, wenn du grosse Siedlungen baust, aber dass es eben auch wirklich einen Kostenvorteil kann haben, also so neben der Biodiversität. Jetzt komme ich, wie anfänglich gesagt, eigentlich zu unserer Methodenkonversion, was das ist. Dort geht es darum, es ist eine Methode, die wir eigentlich bei Grünflächen, die einfach konventionell baut und pflegt sind, dass man die kann umstellen auf naturnähe. Und wie funktioniert das? Also das sind Zielgruppen, sind natürlich häufig eben natürlich mit Privaten, das sind nicht Einfamilienhäuser oder so, das sind Gemeinden und Kantone, wo wir schon verschiedentlich mit zu tun haben. Also wir dürfen mit dem Kanton Thurgau erst ein Pilotprojekt machen, das hat Vorteil naturnah, oder heisst das immer noch, das Projekt, das Sand für Umentwicklung mit uns zusammen entwickelt hat. Dann geht es sind Kantone, es sind zum Teil auch Pensionskassen, die sagen, sie werden ihr Portfolio mal wirklich naturnäher machen, da kommen dann natürlich also riesige Flächen zusammen, oder? Es sind Baudienstleister, wenn es um Ersatzneubauten geht, dass man die Umgebungsgestaltung halt eben auch anschaut und sagt, so, wenn wir es jetzt eh neu machen, dann gehen wir das mal anders an. Und private Unternehmen, auch Gebäudesicherung Kanton Zürich zum Beispiel. Jetzt, was ist
Konversion. Also, wir reden da so zuerst einmal von der Phase 1. Also, das heisst, wir gehen eigentlich bei einem Objekt, sei das eine Siedlung, sei das eine Gemeinde auch, mit ihren eigenen Grünflächen, gehen wir mal her und machen eine sogenannte Bestandesaufnahme. Wir gehen einfach an und schauen, was ist ja, was ist jetzt da, also, was sieht man da. Und wir schauen wirklich jeden Quadratmeter an, jedes Rabatt. Wir schauen die Fassaden an, die unbegrünt sind, wir schauen die Dächer an, die vielleicht nicht begrünt sind. Also die sogenannte Bestandesaufnahme ist das, wo man die Zielsetzungen definiert, ja, was soll jetzt aus dieser Position passieren, und jeder Standort hat eine Position. Dann der zweite Schritt ist, dass man schaut, aha, was sind jetzt die naturnahen Aufwertungsmaßnahmen im konkreten Fall von dieser Position. Das schreibt man dann auch in den Spalten rein, macht Vorschläge. Dann die weitere Spalte, tut man einen Kostenrahmen rechnen, was kostet das eigentlich in der Umstellung, also was muss man machen, muss man jetzt noch neue Pflanzen, muss man neu säen oder muss man sogar irgendetwas Bauliches verändern, muss man einen Belag aufreißen oder eine Fassade begrünen mit Tranksystem und so weiter. Und dann hat man das sogenannte Gatepapier, also wir sagen dann Gatepapier, also Grundlagenpapier beieinander. Dann gibt es häufige Präsentationen, also Besprechungen mit dem Auftraggeber, wie gesagt, Kanton oder Gemeinden, wo man dann sagt, okay, das sind jetzt die gesammelten Werke von den Grünräumen, und man tut das eigentlich besprechen, was dann eigentlich möglich ist, oder? Wenn man das hat, kommt die sogenannte Phase 2, dann geht es mal darum, also wir haben ja bis jetzt nur das Papier produziert, oder nur in Anführungszeichen, und jetzt ist ja wichtig, jetzt muss man es umsetzen, sonst passiert ja nichts, oder? Also, dann kommen wir so richtig in so einen Bauprozess hinein. Also häufig ist es dann so, dass man sagt, gut, jetzt hat man die und die Positionen, jetzt wird man die umsetzen, jetzt muss ein, das muss vielleicht meistens ein externer Unternehmer sein, vielleicht, wenn es eine Gemeinde ist, wo idealerweise natürlich ein Fachbetrieb, Naturgarten, der eben weiss, wie man so Sachen anpackt und umsetzt. Also es gibt ganz klassisch, gibt es Ausschreibungen, es gibt Devisierungen von unserer Seite aus, Instruktionen, Baubegleitung, je nachdem, wer es macht. Selbstverständlich Kostenkontrolle gegenüber dem Auftraggeber. Dann ist ja ganz wichtig, wenn man das einmal umgestellt und gebaut hat, dann kommt die Pflege. Und die Pflege, das können wir nicht genug betonen. Das ist also mindestens 50% vom ganzen Erfolg, wenn nicht mehr. Weil etwas, was man quasi im besten Wissen und Gewissen baut oder pflanzt und nachher wird es falsch gepflegt, dann ist es einfach wieder kaputt. Und das ist ganz wichtig. Wir machen die Schulungen mit den entsprechenden Leuten, die so Werkhof, Auswartungen. Wirklich vor Ort. Also wir gehen nicht in einen Schulraum rein und zeigen schöne Bilder, wie es dort aussieht, sondern wir gehen vor Ort, das, was man umgestaltet hat, zeigen das auch denen, dann mit ihnen schauen, was kommt denn da, was muss man allenfalls machen, was muss man nicht machen, wie zurückhalten, pflegen wir, wen soll man pflegen. Das geht meistens über vielleicht sogar 2-3 Jahre. Dann haben wir sogar noch eine Helpline eingerichtet, weil es kommt immer wieder mal vor, dass auch Werkhofmitarbeiter irgendwo unterwegs sind und plötzlich fragen und dann können sie anrufen. Und durch das, dass ein Grundlagenpapier, also sehr genaue Positionen, kann ich sogar meine Positionsnummern angeben, kann sagen, du dort in dieser Rabatte kommt etwas Eigenartiges, was meinst, was soll man machen, und das hat sich auch schon bewährt, dass man ganz kurze Hilfestellungen kann bieten. Weiter sehr ein wichtiger Aspekt ist Information und Kommunikation. Also wir wissen alle, dass naturnahe Flächen für viele Leute natürlich einfach ganz einfach gesagt, nicht schön ausgesehen. Das sind nicht gepflegt. Und die haben Mühe, die denken, was machen die denn da? Oder ist da der Werkhof in die Ferien gegangen? Oder es fällt dann auch zum Teil auf die Pflegenden zurück. Und darum müssen wir informieren. Wir müssen den Leuten sagen, das hat ein System, das ist richtig so. Auch wenn es jetzt für eure Augen noch ein fremd aussieht. Also Kommunikation, das kann verschiedentlich sein. Das können Displays sein, wo man aufsteht, wo man ein Bild unten sieht. Begleitende Webseiten, das sind Rundgänge, vielleicht Informationen in der lokalen Presse. Das ist sehr, sehr wichtig, dass einfach das Wohlwollen von der Bevölkerung oder von den Bewohnern wirklich da ist. Ja, was man auch noch machen kann, was vielleicht jetzt eher vielleicht der Kanton zum Teil interessiert, ja, nützt denn das auch etwas, die Massnahmen, die wir machen? Also eine erhebliche Erfolgskontrolle, das heisst, botanische Aufnahmen macht vorher, nachher, vielleicht auch Insekten, wie der Vorredner Andreas Kopp gesagt hat. Einmal schaut, was für Insekten sind dann vorher da gewesen und was sind nach ein paar Jahren für Insekten gekommen. Wir haben es gehört, dass das relativ schnell geht zum Teil, dass dort wirklich halt
Insekten oder Schmetterlinge kommen, die halt ganz spezifisch auf eine Art fokussiert sind. Das ist auch ein wichtiger Bereich. Das wäre ja Konversion. Wir sind da an verschiedenen Orten und das ist ein sehr spannendes Thema, weil man muss schon sehen, also wieder vielleicht ein bisschen zur Mission B zurück. Jeder Quadratmeter zählt, wenn man sich vorstellt, was man alles für Grünflächen hat, wo eigentlich niemand interessiert in der Gemeinde, zum Teil eine grosse Liegenschaften bei Firmen und Firmenumgebung, die ja nicht Privatgärten sind. Aber was da für ein Potenzial schlummert, ich glaube, das ist ganz wichtig für die ganze Biodiversität. Ich glaube, nur mit Naturgärten im Privatbereich schaffen wir ein bisschen zu wenig Fläche. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man halt auch mit diesen ganz verschiedenen unserem Auftraggeber einfach können ins Gespräch kommen, dass etwas passiert auf dem Bereich. Oder? Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Das wäre unser Beitrag gewesen.